Liebe Freunde, hier ist euer Funny. Willkommen zurück zu Cyberia. Und jo, hier zurück zum Kontrollpunkt. Wir wollten hier rechts mal schauen, ob es hier Sachen gibt, die wir berücksichtigen können. Wir brauchen viel Pflege. Viel, aha, viel. Okay. So eine Art See? Frau Kitwood. Nee, das ist der See. Ja, genau, das ist der See. Tuk Tuk Zucker! Was haben wir denn hier? Okay, was könnte das sein? So eine Art, wie so ein Tintenfisch aus. Ist das so etwas, was wir hier nutzen könnten? Hier, nehmen wir mal das hier. Aha. Okay. Mit Tinte getränkter Schwamm. Scheint schon mal nice zu sein. Was sehen wir denn hier? Das ist also der berühmte See, der nicht mehr zufriert. Interessant. Naja. Schauen wir mal weiter. Wir brauchen ja anscheinend so einen Stempel. Wir haben ja jetzt quasi also wir haben da so eine Art Stempelabdruck und war das nicht so, dass da drin ein ich versuche gerade mit den Steuerungstasten zu gehen. War das nicht gerade so, dass wir hier einen Schmied hatten, der so Sachen für uns klärt? Der hat ja auch irgendwie unseren Schlüssel da repariert. Ich glaube, das wäre unser nächster Kandidat, oder? Gehen wir mal zum Schmied hier. Der ist ja hier. Hallo? Guten Tag, Frau Kitwocker. Brauchen was geschmiedet? Jawohl, brauchen wir. Ja, tatsächlich. Ich brauche einen Stempel, der dieselbe Form hat wie das Siegel von Valsimbor und den ich mit der Presse am Eingang zum Lager verwenden kann. Kompliziert. Brauche Modell. Tuk Tuk. Sie haben, Frau Kitwocker? Ja, wir öffnen mal unser Inventar. Frau Kitwocker bringt Zeugs für Schmied? Mir geben Zeugs. Sonst Schmied kann nicht schmieden. Haben wir was übersehen? Kitwocker haben alles? Was für ein Modell brauchen Sie? Frau Kitwocker muss geben Modell gleich groß wie gewünschter Gegenstand. Ich hatte hier folgenden Fall. Also beim Ende der letzten Folge habe ich also verpasst, dass das ja automatisch speichert. Hatte ich beim Nachspielen, weil ich den Speicherpunkt vergessen habe, irgendwas vergessen? Nochmal im Häuschen? Sollen wir mal reinschauen? Dann müssen wir das nochmal holen. Was ist das hier? Hoffentlich geht es Kirk da oben gut. Eieiei. Mal in Ruhe hin. Nichts Nützliches hier.
Habe ich hier was vergessen? Auf keinen Fall. Es funktioniert nicht. Übersehe ich was? Habe ich da was übersehen, Leute? Stempel. Aber natürlich ist keiner davon der richtige. Oh nee, Leute, ne? Das wird hier noch was. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, was uns hier jetzt gerade zum Verhängnis wird. Da müssen wir suchen gemeinsam. Was übersehen wir hier? Muss Hütte sauber machen, sonst Bußgeld. Das hier nicht. Okay. Ich übersehe da noch irgendwas, Leute. Moment, da muss es was geben. Ich übersehe hier was. Das, was ich beim letzten Mal, glaube ich, mit hatte. Vergesse ich hier etwas? Hier ist nichts, oder? Kann ich die Ablage hinpacken? Also ich finde hier nichts. Entweder ich benutze das falsch, wir machen da irgendwie was verkehrt. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Also irgendwas, also was anderes war hier nicht. So, also ich erinnere mich dran. Wir haben alles mit. Weil wir hatten ja die letzte Folge hier beendet. Da habe ich gemerkt, oh, ist nicht gespeichert und dann musste ich wieder vom Zelt hier raus in das Häuschen und damit wir hier wieder an derselben Stelle anfangen. Ich guck mal. Wir gehen mal nochmal zum Schmied. Da muss es doch eine Lösung geben, weil woanders war hier nichts mehr. Oder wir müssen nochmal zu Schamanen, aber ich versuche hier mal mit dem Schmied das nochmal mir nochmal genauer anzuschauen. Irgendwas verpasse ich hier. Geh mal kurz in den Inventar. Was will er haben? Also. Rocket Walker bringt Zeugs für Schmied? Ach so.
Oh, das ist die Bedienung. Kompliziert. Schmied braucht auch Wachs für Form. Diese Bedienung trickst mich aus momentan, Leute. Alter, das kann doch nicht wahr sein. So, Kerzen sind ja aus Wachs. Gutes Zeug. Stempel bald fertig. So, jetzt haben wir einen Stempel, oder was? Ja, cool. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich hoffe mal, wir kriegen das jetzt hin. So. Jetzt sind wir da. Und auch gleich zur Arbeit hier ran. So. Okay, wie machen wir das? Jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Jetzt gehen wir mal wieder ran. Ich würde mal sagen, wir packen mal das Stempelteil wieder hin. Und dann packen wir hier mal das Teil hier hin. Dann würde ich mal sagen, dass wir hier den Schwamm reinpacken. Und nun? Der muss ja hier fest sein. Und jetzt noch mal runter, oder? Ja, scheint der Fall zu sein. Offizieller Pass. Cool. Hallo, Miss Walker. Ich bin sehr froh, dass ich Sie endlich erwische. Hey. Mr. Kenton. Was wollen Sie denn von mir? Wieder nach Hause holen, ob Sie wollen oder nicht. Kommen Sie. Geben Sie mir bitte die Hände. Ich gehe nicht mit Ihnen mit. Hören Sie? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind allein hier, ohne Freunde und Bekannte. Und Sie können nirgends hingehen, Miss Walker. Also seien Sie vernünftig. Alter, was will der von uns? Drehen Sie sich um und strecken Sie die Hände vor. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Oha. Mr. Marson? Endlich! Ich habe sie. Ja, sie ist wohlbehalten. Ich habe Miss Walker unter Kontrolle. Ich informiere sie über unsere Fortschritte. Es dauert höchstens 1-2 Tage. Ich nehme an, es wird einige bürokratische Hürden geben, bevor wir das Land verlassen können. Hören Sie, all die Dinge, die man mir vorwirft, sind unwahr. Der Mord an Hans, die Unterschlagung, das ist Unsinn. Und während wir hier Zeit verschwenden, kann ich den Yukol nicht helfen. Und glauben Sie mir, Sie brauchen wirklich Hilfe. Ich bin nicht Ihr Feind, Miss Walker. Wenn Sie nichts getan haben, wie Sie sagen... Das sagt jemand, der uns dann fesseln anlegt. ...dann liegt es in Ihrem Interesse, zurückzukehren und sich vor Gericht zu verteidigen. Hier können Sie ohnehin nichts mehr tun. Ich fürchte, Sie haben nicht nur Freunde hier.
Versuchen, ihn mal hereinzulegen. Nun gut, Mr. Kenton. Sie haben gewonnen. Ich bin froh, dass Sie endlich Vernunft annehmen, Miss Walker. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Vertreter der örtlichen Militärbehörden den Verwaltungskram fertig macht. Ich glaube nicht, dass es lange dauert, bis wir unsere Papiere bekommen, damit wir hier weg können. Wie lange müssen wir warten? Ich habe in letzter Zeit viel durchgemacht, wissen Sie? Ich bin noch nicht ganz genesen und noch etwas schwach. Nun, es wird sicher höchstens ein paar Stunden dauern. Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Ich fühle mich nicht so gut. Etwas schwindelig. Dafür müsste ich Sie hier alleine lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob... Bitte, Mr. Kenton. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Keine Sorge, Miss Walker. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber gehen Sie nicht weg. So. Hey, ich muss mich befreien und hier verschwinden, während Kenton beschäftigt ist. Freien Sie sich, ja, wie machen wir das denn? Das nützt mir nichts. Na, so eine Flasche vielleicht auf den Boden schmeißen? Intakt. Verflixt. Ich muss etwas anderes finden. Intakt. Verflixt. Ich muss etwas anderes finden. Nutzlos. Was ist denn das? Guck mal mit der Lampe. Ah. Das? Jo, es hat geklappt. Endlich frei. Gut, nichts wie raus hier, bevor Kenton zurückkommt. Betreten Sie Walsenburg. Jetzt haben wir ja den Pass. So, jetzt geben wir mal unseren Pass. Miss Walker, nein! Warten Sie! Ich habe einen Haftbefehl für diese Frau. Nehmen Sie sie fest! Oh, die haben den Haftbefehl einfach mitgenommen, ne? Krass! Geben Sie ihn mir zurück! Sofort! Verstanden? So. Die Region Walsenburg ist durch eine natürliche Grenze von Jakastan, wo die Schneestrauße sich von Pflanzen getrennt, die als unüberquerbar gilt, den Fluss Balatym. Ah, ist das eine Fähre? Bitten Sie den Handwerker Simon Steiner. Aha. Gehen wir mal rechts rum. Eieieiei, Leute. Ein bisschen langsamer. Oh.
zum Wohle. Alles in Ordnung, mein Herr? Einen Schritt weiter und Sie wären ins Wasser gefallen. Ein Obo. Wie bitte? Ich bin Captain Obo. Obo. Kapitän Obo. Stolzer Kommandant der ebenso stolzen Kristall. Also kein guter Mann. Na dann, schön, Sie kennenzulernen, Kapitän. Ich bin Kate Walker. Ich suche die Werkstatt des Uhrmachers Steiner. Wenn ich ins Wasser falle, Matrose, dann nur, um direkt in die Hölle zu fahren. Also besser nicht. Besser nicht ins Wasser fallen. Der Bastard wartet dort auf mich. Von wem sprechen Sie? Das Monster des Sees wartet auf uns alle, junge Frau. Der redet jetzt auch von diesem Monster, ne? Für jedermann kommt einmal die Zeit, um die Arbeit zu vollenden. Auf zurück in die Schlacht. Denn man darf nie in seiner Wachsamkeit nachlassen. Niemals! Aha. Oh, da sind wir in Walsenboer. Gehen wir weiter. Schauen uns mal hier um. Wie geht's anscheinend? Da ist die Crystal. Hier läuft's, Leute. Ein Gasthaus. Gehen wir mal im Gasthaus uns mal rein. Sprechen wir das Dienstmädchen hier an. Jemand hat letzte Nacht... Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich suche die Werkstatt von Simon Steiner. Simon Steiner ist mein Großvater. Mein Name ist Sarah. Sarah Steiner. Sarah Steiner? Schön, okay. Sie kennenzulernen, Sarah. Ich bin Kate Walker. Können Sie mir sagen, wo die Werkstatt Ihres Großvaters... Natürlich. Sein Laden ist am Ende der Gasse. Wenn Sie rausgehen, links auf der Hauptstraße. Darf ich fragen, was Sie von ihm wollen? Denn er ist ziemlich alt, wissen Sie? Also, ich begleite die Karawane der Yukol. Ihr Großvater soll wohl eine mechanische Prothese für Kirk anfertigen, ihren spirituellen Führer, der kürzlich einen Unfall hatte. Ohne das künstliche Bein kann Kirk nicht an dem großen Zug seines Volkes teilnehmen. Und die Yukol wollen ohne ihren Führer nicht aufbrechen. Sie begleiten die Yukol? Oh Gott, Sie haben so ein Glück. Als ich klein war, erzählte Großvater mir von ihren Abenteuern voller Geheimnisse und Magie. Sie und Ihr Großvater stehen sich wohl sehr nahe. Im letzten Jahr. Aber er ist wirklich lieb. Und Sie sollten seine Werke sehen. Geben Sie ihm ein paar Zahnräder und Federn und Sie bekommen eine unglaubliche Erfindung zurück. Seine mechanischen Gegenstände wirken fast lebendig. So ein kleiner Hans, ne? Ich find's komisch, dass Sie... Ich weiß genau, was Sie meinen. Ich kannte jemanden, der so etwas auch konnte. Das einzige Problem ist, dass das Geschäft einbrach, als er krank wurde. Wenn ich diesen Kellnerjob nicht hätte, um uns durchzubringen, müssten wir die Werkstatt wohl schließen. Wir haben, also, dass hier die Gespräche immer so verschluckt werden, nervt ein bisschen, aber da müssen wir mit klarkommen, ne? Also. Leben Sie gerne in Walsenboer? Ach, da gibt es nicht viel zu erzählen, wissen Sie? Ich verbringe meine gesamte Zeit hier oder bei Großvater, seit er krank ist. Kann sich niemand für Sie um ihn kümmern?
Das können wir uns nicht leisten. Außerdem ist es mir lieber so. Mein Großvater ist die einzige Familie, die ich habe. Hm. Sie scheinen die Yukol zu mögen, Sarah. Ich habe den Eindruck, das ist hier in Weisenbohr sehr selten. Es stimmt, dass die Leute hier in Bezug auf die Yukol etwas albern sein können. Sie neigen dazu, die Nomaden zu Sündenböcken für alle Probleme der Stadt zu machen, seit sie hier festsitzt. Aber Sie nicht? Natürlich nicht. Großvater hat 3 oder 4 der großen Straußenzüge miterlebt. Oha. Und er respektiert diese Fremden immer sehr. Er lehrte mich, sie ebenfalls zu bewundern. Danke für Ihre Hilfe. Ich schaue in meiner nächsten Pause bei Großvater vorbei. Vielleicht sehe ich Sie ja. Jedenfalls hoffe ich das. Wiedersehen, Sarah. So, ihr Lieben, das ist ja interessant. Schauen wir mal, wann wir dann hinkommen. Aber dann alles ab der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.